Hey und willkommen zur, ja ich sag mal, ersten Spoon Tour, glaube ich, Showdown hier auf diesem Kanal mit, da macht man ja nicht alleine, dem guten alten LukeTube. Hallo Leute, auch von meiner Seite, ja, wir haben hier den AC Mailand am Start, auf jeden Fall, und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. So sieht's aus, auf dem Kanal von LukeTube gibt's natürlich auch eine, einen Showdown, Alter, ich kann schon nicht mehr reden, ey. Mit natürlich Lazio Rom haben wir uns da zur Brust genommen, schaut da sehr gerne mal vorbei, ist natürlich der erste Link in der Videobeschreibung. Lass natürlich auch ein Like da und hier natürlich auch. Ich habe gehört, du willst unbedingt die 100 Likes knacken, ne? Das also wäre auf jeden Fall eine nice Marke bei mir. Geht mal aufs Video von ihm und lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut es euch an. Ist sehr, sehr witzig geworden. Auf jeden Fall. Und natürlich wird das Video hier genauso witzig. Wie er gerade schon angesprochen hat, wir starten mit den AC Mailand. Wie eine Sprinter, glaube ich, Showdown funktioniert. Das seht ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet. Hier ist ein wunderschönes Bild. Wir orientieren uns natürlich an den Regelwerk von Dennis Gaming TV. Schöne Grüße dahin an dieser Stelle. Und was soll man groß sagen? Wir haben insgesamt 37 Millionen Euro zur Verfügung, ist gar nicht mal so viel. Ja, muss man echt spannend werden auf jeden Fall, wie wir den Kader noch ein bisschen vergolden damit. Ich habe auch ganz ehrlich gedacht, Ibrahimovic hat eine bessere Gesamtstärke. Schade. Aber ist erstmal okay. Man sieht auf jeden Fall schon die eine oder andere Position, wo man definitiv was machen muss. Auf jeden Fall, ja. Und dann sieht das gleich folgendermaßen aus. Wir werden gleich die Transferphase haben. Die dauert insgesamt für uns 20 Minuten. In dem, ja, müssen wir halt einfach alles machen. Spieler verkaufen, Spieler kaufen. Und am Ende der Transferphase gibt es dann eine kleine Sniping-Phase. Das bedeutet, er darf drei Spieler von mir auswählen, wenn wir drei verpflichtet haben. Und wenn er dann den richtigen wählt, muss ich den halt quasi rauswerfen. Heißt kündigen. Dasselbe gilt natürlich für mich. Ich werde drei Spieler nennen, wenn er einen davon verpflichtet hat. Oder zwei, vielleicht sogar drei. Dann muss er die natürlich auch rauswerfen. Und am Ende geht es dann um Punkte. Und dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Ja, das gleiche gilt natürlich auch für die Wintertransferphase, nur da halbiert sich halt die Zeit. Damit können wir auch nochmal transferieren. Falls irgendein Spieler sich vielleicht irgendwie verletzt hat für den Rest der Saison, kann man da auf jeden Fall nochmal nachlegen. Falls man sich noch Geld übergelassen hat, natürlich. Absolut korrekt. Dann würde ich auch sagen, starten wir doch mal mit den 20 Minuten rein. Das bedeutet, dann beginnt die Wintertransferphase, die Sommertransferphase. Ah. Ihr habt jetzt Zeit, kurz ein Like da zu lassen. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Damit muten wir uns und los geht's. Let's go. 20 Minuten laufen. Leute, ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Ich gucke mir kurz den Kader ein bisschen an. Hier bleiben wir auf Viererkette, würde ich sagen. So, ich würde auf jeden Fall den erstmal auswechseln. Tonali kommt rein. Jetzt gucken wir erstmal, welche Spieler wir verkaufen. Ich bin gerade tatsächlich am... Nee, komm, Ibrahimovic können wir nicht verkaufen. Das wäre absolut lächerlich. Wir werden auch im 4-2-3-1-System bleiben, weil ich mich mit dem System an für sich ganz gut auskenne. Jetzt geht es darum, dass wir vielleicht mal den einen oder anderen Spieler finden, den wir kaufen. Ich versuche mich wieder so ein bisschen an älteren Spielern zu orientieren, auch wenn ich mir da noch nicht so hundertprozentig sicher bin. So, wir sehen hier auf jeden Fall schon mal den Kader. Ich glaube, der Danny dürfte noch nicht wissen, eigentlich meine Stammformation ist die 4-3-3 offensiv. Die nächsten Aufnahmen mit ihm darf ich es dann leider nicht mehr so machen. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen kreativer werden. Aber auf jeden Fall werde ich mir mal eben eine Mannschaft hierfür zurecht machen und dann werden wir mal schauen, was wir noch so verpflichten müssen. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall erstmal die erste Elf zusammengeschustert. Wir haben hier Tonali und Kessié, die mir so ein kleiner Dorn im Auge sind. Also Tonali wird sich ja wahrscheinlich noch gut entwickeln, der ist ja erst 20 Jahre alt. Bei einem Kessié müssen wir mal schauen, der ist schon 23, wird sich wahrscheinlich auch noch entwickeln, aber ich würde mir da, glaube ich, gerne einen 80-Plus-Spieler auf jeden Fall holen. Selbes gilt für den Rechtsverteidiger und auf den Flügelpositionen möchte ich eigentlich gerne nochmal aktiv werden. Und falls das Geld noch reicht, wahrscheinlich der Sturm, weil Ibra ja schon mit seinen gefühlten 38 Jahren, gefühlten 38 Jahren, es sind 38 Jahre, schon recht alt ist, deswegen werde ich mal schauen, was man da noch so tun kann. So, ich habe die Transferliste auf jeden Fall schon mal gemacht. Wir haben den einen oder anderen Spieler, den ich auf jeden Fall verkaufen will. Am meisten Geld bringt uns auf jeden Fall Andrea Conti. Ja, ihr wisst, wen ich meine. Und Rechtsverteidiger haben wir nämlich mit Dalot und Calabria schon auf jeden Fall zwei. Und da brauchen wir nicht noch Conti. Dann münzen wir den lieber in Bares um. Und deshalb hoffe ich, dass wir den Verkauf kriegen. Die anderen wären natürlich gut, weil der Assistenztrainer gerne mal irgendwelche Flitzpiepen aufstellt. Wäre es ganz gut, wenn wir die loswerden. Und dann können die schon mal nicht spielen. Und jetzt werde ich mal schauen, ob wir denn hier den einen oder anderen Topstar verpflichten können. Ich guck mal eben, auch wenn die Position nicht die wichtigste ist, wie teuer ein Sergio Ramos wäre. Oh, das nehmen die an. Ja, komm Leute, jetzt muss ich den auch holen. Wir haben Sergio Ramos verpflichtet für 28 Millionen Euro. Hat er eine 89er Gesamtstärke, wollte ich mir nicht nehmen lassen. Problem ist, wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Geld zur Verfügung und eigentlich sind wir in der Innenverteidigung gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber ganz ehrlich, ein Sergio Ramos, den holst du, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und dann gucken wir mal. Ein ZDMer hätte ich eigentlich noch ganz gerne und besseren rechten Mittelfeldspieler vor allem. Müssen wir mal gucken. So, als allererstes habe ich uns mal eine prall gefüllte Wunschliste auf jeden Fall gemacht. Wir brauchen einen Linksverteidiger, brauchen wir noch einen Ersatz.
Weil hinter Hernandez haben wir einfach niemanden. Deswegen habe ich mir mal hier einen Viktor Kornienko rausgeholt. Den wird er niemals haben, glaube ich. Genauso wie Jeremy Doku, der jetzt am Ende, wenn Geld über ist, auf jeden Fall als Ersatz für außen sein soll, als talentierter junger Mann. Wir haben dann nämlich jetzt irgendwie mit Castillejo und Rebic nicht so die Weltklasse, aber auch nicht so die größten Flitzpiepen. Deswegen behalte ich die da einfach erstmal. Ich will die jetzt nicht noch großartig verkaufen eigentlich. Und ja, entweder Witzel oder Arangis will ich mir noch fürs Mittelfeld holen. Da schauen wir einfach mal, wie das mit dem Geld denn so aussieht. Vielleicht, wenn wir noch ordentlich was verkaufen, kann ich auch auf anderen Positionen noch ordentlich was reinbuttern. Alter. Nur am Fettfingern hier. Bei den Mittelfeldspielern wird es wahrscheinlich Arangis werden, weil der dann doch ein bisschen günstiger ist als Witzel. Und ja, obwohl wir können bei beiden mal versuchen, einen Kauf zu delegieren. Wir können ja dann immer noch gucken, wer es im Endeffekt wird. Gleiches gilt auf jeden Fall für Kornienko. Und Würz habe ich gerade noch aufgepackt, weil hinter Çalhanoğlu haben wir sonst nur einen Krunitscher, wie er hieß. Und der ist, glaube ich, nicht so ganz so talentiert für Würz. Der vielleicht in dieser Saison sich noch irgendwie auf eine 78 oder vielleicht so, sich so vielleicht irgendwie noch hocharbeitet. Dann könnte er nämlich noch ziemlich interessant werden für uns. Das Fernangebot für Kessie. Können wir drüber nachdenken. Möchte ja auch mindestens 20 Millionen haben. Akzeptiere ich jetzt einfach mal, der ist nicht so dringend, ist halt auch kein zentralen defensiver Mittelfeldspieler. So, und ich hoffe natürlich, dass Ibrahimovic sich nicht so schnell verschlechtert, weil den würde ich an für sich ganz gerne halten. Hat er eine 84, ist okay. Ob ich eventuell einen Čeko bekomme. Čeko ist zwar schon relativ alt, hat aber auch nochmal eine 83. Könnte das ein oder andere Tor schießen. Ich meine, aktuell können wir uns den auf gar keinen Fall leisten. Transferangebot für Hauge. Ja, von mir aus. Tauschgeschäft. Wir haben direkt mit Matic einen Ersatz, das geht voll klar. Matic hat eine 80, ist natürlich auch alt. Damit sparen wir uns eventuell Geld für einen rechten Mittelfeldspieler auf. Matic hat Angebot angenommen, bedeutet, haben wir die jetzt oder haben wir die nicht? Alter, ich habe noch nie mit diesen Tauschgeschäften gearbeitet, ne? Ich habe absolut keine Ahnung. Dann brauchen wir aber noch... Ah, Matic ist jetzt da, sehr gut. Askasiba ist auch da, hat eine 75, ist ein guter Backup. Heißt aber, wir brauchen auf jeden Fall noch einen ZDMer. ZOMer. Der kann hier nicht so viel verdienen wie bei Arsenal, Alter, das war... Mesut Özil wechselt jetzt zu uns und Götze holen wir nicht mehr. Natürlich sofort dahin. Ist erstmal okay, muss ich sagen. Ramos hat schon eine Gesamtstärke verloren. Macht doch keinen miesen, Alter. Wir haben ja eine Übereinkunft mit Witzel und Arangis und ich sehe gerade, die sind einfach beide exakt, also es wurde exakt das gleiche ausgehandelt. Ja, deshalb würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Witzel mit, weil der hat ein Rating mehr. Damit seht ihr schon, Witzel ist verpflichtet für 35,2 Millionen und 58.000 Euro in der Woche. Und Arangis ist abgelehnt und jetzt warte ich hier eigentlich noch. Wow, bei Doku hat es anscheinend nicht geklappt, weil es, ja, super. Bei ihm hat es einfach nicht geklappt, weil wir zu wenig Geld geboten haben. Gut, dann hoffen wir, dass es bei Kornienko und bei Würz was wird. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal instant bei Würz. Er hat 7,9 ausgehandelt, nehmen wir an. Und jetzt rein in die Vertragsverhandlung. Ich glaube, mit Florian Würz haben wir ein richtiges Schnäppchen gemacht. 7,9 Millionen hat er unser guter Mann gekostet und der will nur 3.900 Euro in der Woche. Das ist richtig günstig. Nein, nein. Ich wollte doch nicht reingehen in die Verhandlungen beenden. So, wir haben jetzt noch 28 Millionen Euro. Das ist viel, viel Geld. Zu unseren bisherigen Transfers haben wir jetzt noch Edin Džeko geholt, weil ich hoffe, dass unser altgedienter Sturm mit Ibrahimovic und Džeko einfach die komplette Liga vorne kaputt schießen wird. Wir haben jetzt halt immer noch 20 Millionen Euro. Ich weiß nicht so richtig, wen ich eventuell verpflichten soll. Mal wieder ein Ü30-Spieler und zwar Fernandinho von Manchester City. Zentraler defensiver Mittelfeldspieler, kann aber auch in der Innenverteidigung spielen. Kostet uns 13,3 Millionen. Das ist ehrlich gesagt vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, wir bauen hier nur eine Mannschaft für eine Saison auf und das ist sehr wichtig. Ja, wir sehen jetzt, Kornienko ist eine Übereinkunft gekommen. Wir haben aber kein Geld mehr. Wir müssen erst jemanden verkaufen, bevor wir den holen können. Und so langsam, 2 Minuten 30 noch auf der Uhr. So langsam wird die Luft hier dünner. Ganz, ganz wichtig. Transferangebot für Conti. Nehmen wir direkt an. Wir brauchen so schnell es geht das Geld, wenn ich auf die Uhr schaue. Nein, jetzt ist Stillstand bei Kornienko. Weil wir nicht schnell genug waren. Es geht alles den Bach runter und die Zeit, sie rennt. Können wir jetzt mal bitte Conti verkaufen? Conti verkauft. Die E-Mail wollte ich sehen. Jetzt haben wir wieder 12 Millionen. Jetzt müssen wir nur noch schnell reingehen. 1,30. Hilfe. Nein, wir müssen eine Woche warten mit Kornienko. Oh Gott, Leute. Das wird ganz, ganz kritisch. Wir haben noch circa 4 Minuten zur Verfügung. Und noch 4,5 Millionen. Ist nicht so viel. Warum kommen denn jetzt am Ende nochmal so viele Angebote rein? Was soll denn der Scheiß? Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich nochmal in der Wintertransferphase richtig reinhauen muss. Ey, so eine Kacke. In 2 Minuten kann ich nicht mehr viel machen. Durch ein paar Verkäufe haben wir jetzt wieder 24 Millionen Euro zur Verfügung. Ich glaube aber nicht, dass ich noch dazu komme. Das kann doch jetzt nicht sein. Der Spieler ist unverkäuflich. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt ist euch aufgefallen, dass ihr ihn noch nicht verkaufen wollt. Das ist doch nicht wahr.
weil ich das Geld nicht rechtzeitig zusammen hatte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Können wir ihn noch schnell holen? Geht das wenigstens? Leute, wir haben noch 30 Sekunden. Und diese Sounds sind viel zu laut. Transfersumme ist mir egal. Einfach 6. Einfach so viel Geld, wie geht, das direkt angenommen wird. Nein, als ob ich jetzt Tauschspieler entfernen. Nein. Wie kann man so fett fingern wie ich gerade? Ja, bieten wir einfach 350.000 an. Geil, Leute, wir konnten 2 Spieler transferieren. Eieieiei, das könnte ein Desaster werden. Die Zeit ist nämlich genau jetzt um. Geil. Ja, komm, ist mir egal. Komm schon, Junge, gib einfach Gas, Mann. Komm schon, mach keine Riesen. Freigabe so übergehen. 100.000 und du kriegst ein Monatsgehalt einfach auf die Hand, beziehungsweise ein Wochengehalt. Ja, Mann, und damit haben wir noch Dries Mertens verpflichtet. Holy shit, zwar Çalhanoğlu noch abgegeben, was eigentlich nicht mein Plan war. Hätte ich wahrscheinlich nochmal besser verhandeln können. Aber Dries Mertens geht auf jeden Fall klar auf der Position. Sehr, sehr geil. Jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen ordnen. Vielleicht kann ich gleich generell noch einmal gucken, ob wir vielleicht eine andere Formation spielen. Aber so bin ich gerade tatsächlich erstmal zufrieden. Wo ist er jetzt auch noch in der Zeit? Hallo? So. Warum so leidend? Es ist, oh nein, Alter, die schlimmste Transferphase, die ich jemals hatte. Alter, jetzt bin ich ja, ich habe ja schon so ein bisschen so Gedanken gemacht, wenn du geholt haben könntest. Jetzt bin ich einfach komplett raus, weil du direkt so halb heulend hier reinkommst, weißt du? What the fuck? Du musst dir die Aufnahme ansehen, ich konnte zwischenzeitlich gefühlt keinen Controller mehr bedienen. Ich hab so gefettfinger, das glaubst du gar nicht. So, wie viele Spieler hast du denn verpflichtet? 2. 2? Ja gut, dann darf man auch nur 2 Leute nennen, ne? Das ist richtig. Wie viel hast du denn geholt? 5. 5! Hilfe! 5 Leute geholt. Ja. Alter, ich hab grad richtig Schiss, wenn du geholt haben könntest. Okay, jetzt habe ich doch ein bisschen Schiss. So, Leute, wir haben uns jetzt darüber Gedanken gemacht, wie wir nennen werden. Da LukeTube nur 2 Leute verpflichtet hat, werden natürlich auch nur 2 Leute gesniped. Ja, und komm, du bist der Gast. Fang doch mal an mit deinen 2 Namen. Ja, okay, ich habe mir so gedacht, also du hast ja ziemlich viele verpflichtet, hast du ja gesagt. Ich darf ja leider nur 2 aufschreiben, weil ich ja auch nur 2 habe. Ist am Ende ein bisschen was runter und drüber gegangen bei mir. Ich habe mir die Namen auch mal hier auf dem Handy aufgeschrieben und ich denke, du hast einen Rechtsverteidiger geholt, weil wir haben da zwar recht viele, aber die sind alle mit einem recht lowen Rating. Ja. Und deswegen vermute ich da einfach mal vielleicht auf einen Jesús Navas. Alt, hohes Rating, könnte man da auf jeden Fall gut spielen. Passt und, zu mir, sagst du, ne? Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass du im Mittelfeld noch jemanden verpflichtet hast, weil wir da 2 mit einer 77 haben für die ZM- bzw. ZDM-Position. Und da habe ich mal auf einen Aranguiz getippt. Von Leverkusen, wa? Richtig. Im Übrigen, die Rechtsverteidigerposition war mir sowas von Latte. Hab ich einfach so gelassen. Ey. Einfach drauf geschissen. Aranguiz, nö, hatte ich auch nicht einmal im Kopf. Hab ich auch nicht geholt. So, bevor ich auflöse, nenne ich jetzt erstmal, ja? Ja, okay. Wie du schon genannt hast, Rechtsverteidigerposition ist kacke. Und ich würde jetzt auch mal mit Jesús Navas gehen. Tatsächlich. Okay. Und eventuell, das finde ich schwierig. ZDM, denke ich, hast du auch was getan, weil ist halt nicht ganz so stark bei uns. Ja. ZDM finde ich aber schwierig. In der Rechtsverteidigung habe ich im Übrigen noch mit Bellerin geschwankt. Masrui, was auch immer, Genau der. Den habe ich auch aufgeschrieben. ZDM, vielleicht hast du auch was gewechselt. Ich habe mir gedacht, komm, Modric hat ja schon mal geholfen, dass du dir vielleicht noch Modric geholt hast. Also Navas und Modric, also auch etwas ältere Garde, weil viel Geld, mit 37 Millionen hatten wir ja nicht zur Verfügung. Das ist richtig. Ich hatte so Angst, als du von ZDM geredet hast. Weil da ist wirklich mein, so gut wie das ganze Geld reingeflossen in die ZDM-Position. Erstmal sage ich aber den anderen Spieler, ich wollte mir eigentlich auf der Linksverteidigung noch einen Ersatzspieler holen, ich wollte mir für die Flügel noch einen Ersatzspieler holen, hat beides nicht geklappt, weil ich dumm war. Deswegen hast du dann noch? Auf der 10 noch was geholt, und zwar Florian Wirtz. Ah, der Wirtz mit Sicherheit. Einfach als Ersatz für Çalhanoğlu. Und auf der 6er-Position habe ich jetzt was getan, beziehungsweise 8er-Position. So. Da habe ich bei Dortmund zugeschlagen. Solltest du kennen, den guten Axel Witzel. Ach nice, nicht schlecht. Ja. Wie viel Geld hast du noch zur Verfügung? Lass mich kurz nachschauen. Ich habe jetzt noch 12 Millionen, weil ich jemanden verkauft hatte noch. Okay, warte, ich sag dir eben, wie viel Geld ich noch habe. Ich habe noch 14 Millionen. Okay. Und jetzt kommen wir zu meinen Transfers, okay? Ich habe Angst, ich gehe kurz zum richtigen Fenster. Ich fange mit der geringsten Gesamtstärke an, okay?
Ja. Ich hab mir gedacht, der Özil, der braucht einen neuen Vertrag, der braucht einen neuen Verein. Die geringste Gesamtstelle. Okay, ja, weiter. 81. Dann habe ich mir gedacht, komm, machen wir mal einen alten Sturm. So, Edin Dzeko spielt ab jetzt neben Ibrahimovic. Okay. Dann habe ich mir gedacht, ja, die beiden haben die gleiche. Ich brauche eventuell noch einen neuen ZDM. Also ich habe im Übrigen eigentlich noch mehr Transfers getätigt, weil ich teilweise Tauschgeschäfte gemacht habe. Die kamen damit auf mich zu. Okay, ja. Ich habe zum Beispiel noch einen Matic bekommen. Mit einer 80. Hey. Ich habe einen Askasibar dadurch noch. Mhm. Aber kommen wir zu den wirklich Verpflichteten. Ich habe mir gedacht, Manchester City, den Fernandinho mit einer 85, den brauchst du doch nicht, oder? Habe ich mir geholt. Achso. 13 Millionen. Da habe ich gedacht, ey komm, Neapel, ganz ehrlich. Ihr wollt Çalhanoğlu haben, alles klar, dann gib mir doch bitte Dries Mertens. Habe ich mir den auch noch geholt. Ja. Und dann Verteidigung, Real Madrid, Sergio Ramos braucht einen neuen Verein. Also habe ich mir den auch noch geholt. Ich habe überlegt. Oh Gott sei Dank nicht. Digga, du holst da immer Namen und ich komme hier mit einem 73er gefühlt Jugendspieler von Leverkusen um die Ecke und einem Axel. Digga, ich bin einfach der King, ich bin Sportdirektor, ja, ich bin richtig gut. Also, wenn Jochen Schneider, aber ich bin kein großer Schalke-Fan und so, ne, aber wenn Jochen Schneider aufhört, Schalke, ich bewerbe mich offiziell, ist okay für mich am Anfang. Ich weiß, wie man Transfers tätigt. Zumindest, wie's aus, wenn man nur ein Jahr in die Zukunft schaut, bei dem Alter, dass du da so verpflichtest. Das ist richtig. Und dann würde ich aber mal sagen, gehen wir mal Richtung Winter, denn man muss sagen, Namen sagen nicht unbedingt viel aus. Das ist richtig. Ich würde dann sagen, nehmen wir den 1. Januar und dann sehen wir uns da wieder. Ich bin mega gespannt darauf tatsächlich. Und dann bis gleich. Ja, sollen wir da mal reingucken? Ja, wir können da gerne reingucken. Ich bin froh, wenn es einstimmt. Bei mir lief es ja, glaube ich. Ah, okay. Sag mal. Ah, es geht. Es sah schlimmer aus. Ich bin auf 5. Ja, ich bin auf 2. Punktgleich mit Inter Mailand. Okay, es sah deutlich schlimmer aus. Wie viele Punkte hast du? 42, du? 33. Krass. Boah, da weißt du, was mein Problem ist? Nee. Nein, das sage ich jetzt lieber nicht. Das wäre katastrophal. Das wäre ein bisschen dumm, wenn ich das sagen würde. Nee. Schade. Oh, warum habe ich denn 33 Millionen? Ich glaube, irgendwer ist gewechselt. Aber als ob ich jetzt wüsste, wer. Oh, ja. Gehen wir mal Coppa Italia. Fangen wir damit an. Ja, ich bin da gerade schon drin, aber ich okay. Habe nicht mal gespielt bisher. So, ich bin. Stimmt, ich auch nicht. Stark. Wer gibt's denn? Gehen wir doch mal in die Champions League. Da haben wir auf jeden Fall die Gruppenphase gespielt. Dann sind wir überhaupt in der Champions League? Ach nee, wir sind nur Europa League. Da war ja was. Das ergibt Sinn, warum ich mich nicht finde, boah, so lost. Lol, warte mal. Kann sein, dass wir reingeschissen haben und gar nicht international dabei sind. Doch, Europa League sind wir dabei. Ich bin nicht in der Euro League, hä? Hast du die Qualifikation verkackt? Das kann doch nicht sein. Guck mal im Kalender, das wäre absolut geil. Ich gucke hier die ganze Zeit durch. Wo ist denn das im Kalender? Wann muss das gewesen sein? Ich bin einfach nicht international dabei. Was ist geschehen? Die waren? Uns ist gerade was aufgefallen. Ich befinde mich zwar in der Europa League, allerdings gibt es ja bei FIFA den Bug, dass man teilweise wieder aus der Europa League verschwindet, beziehungsweise komischerweise gar nicht daran teilnimmt. Und das ist leider den Luke-Typ passiert. Richtig, ich bin in keiner Gruppe hier irgendwie vorhanden. Es ist sehr belastend. Ja, und wir haben auch nochmal nachgeguckt in der Aufnahme. Er hat es auf jeden Fall eigentlich aktiviert gehabt. Ja. Bedeutet jetzt für uns, die Europa League wird ab jetzt ignoriert. Egal wie weit ich komme, das ignorieren wir, weil das wäre sonst einfach unfair. Und wir wollen jetzt natürlich auch nicht alles wieder von vorne aufnehmen. Das wäre halt einfach kacke. Von daher, egal mit der Europa League, ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil es bei der ersten Spiel, glaube ich, Showdown ist. Aber scheiß drauf. Wir haben ja immer noch die Liga und natürlich auch noch den Pokal. Ja. Und das sollte auch noch alles funktionieren. Ist ein bisschen ärgerlich gelaufen, aber meine Fresse, passiert halt einfach. Ist ja nicht der erste Bug, den man in FIFA verkraften muss. Ah, FIFA hat doch keine Bugs. Nein. Leute, ihr kennt das bei einer Splinter Glow Showdown. Jetzt startet die Wintertransferphase. Wir haben ab jetzt insgesamt 10 Minuten Zeit. Ich weiß auf jeden Fall schon so ein, zwei Positionen, wo ich mich nochmal verstärken muss. Und dann würde ich sagen, hauen wir rein. Ich nehme an, das ist ähnlich. Let's go. Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Stürmer. Ich weiß allerdings noch nicht wen. Das Problem ist, die sind halt auch alle relativ teuer. Deswegen hoffe ich eventuell Edison Cavani. Hat halt noch eine 84. Ist ja nochmal ein bisschen stärker als die Boys, die wir gerade vorne drin haben. Wir müssen auf jeden Fall noch Spieler verkaufen. Jetzt einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. Gucken, ob wir noch einen verkaufen, sonst holen wir halt einfach Cavani, beziehungsweise versuchen zumindest. So Leute, 10 Minuten laufen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, probieren wir es nochmal bei dem wir es eben probiert haben. Aber eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich mich verstärken will. Ich würde jetzt eigentlich ZM und RV holen, weil sonst ist alles über 80 und ich kann mich nicht beschweren. Es ist jetzt sehr belastend, dass ich nicht in der Euroleague dabei bin oder so, aber immerhin weniger Belastung dadurch. Das ist schon mal ganz gut. Und ich denke, wir werden auf der 8er Position was tun und auf der RV Position. Zur Verfügung haben wir knapp über 30 Millionen, da können wir jetzt wahrscheinlich keine Bäume ausreißen. Aber ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, dass wir da uns mal ein bisschen besser aufstellen können. Denn in der Liga
Ja, der Fünfter ist, glaube ich, noch etwas unter unseren Ansprüchen. Ach, gewinn 3-1, sehr gut. Weil jetzt, wo die Europa League weg ist, ist natürlich der Pokal und natürlich auch die Liga noch umso wichtiger. Problem ist, unser Kader, den wir aktuell haben, der wird halt nicht über die Zeit besser, ne? Der wird sondern eher schlechter jetzt in der Rückrunde. Das ist halt scheiße. Das ist halt immer dieser Nachteil, wenn du auf alte Spieler gehst. So, wenn wir ab 4 Minuten keinen anderen verpflichten können, versuche ich einfach Cavani ganz schnell zu holen. Ich würde sagen, das wird zur Not echt Sinn ergeben. Ach nein, da wollte ich nicht drauf drücken. Ja, dein Vertrag ist mir scheißegal, Junge. Vor allem, man muss sich so im Hintergrund teilweise Gedanken darüber machen, wen kann der andere verpflichtet haben. Und ich habe halt absolut keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. So, ich habe jetzt schon mal geschaut. Es wäre schön, wenn wir irgendwie einen Bender oder so verpflichten könnten. Für rechts vielleicht noch einen Damien Suarez. Müssen wir noch abwarten auf die Gesamtstärke, ob sich das überhaupt lohnt. Aber auf jeden Fall würde ich für die Sechserposition hier gerne einen Blaise Matuidi verpflichten. Die Stimme, Alter. Und ich denke, da kann man noch ein bisschen was sparen. Wir delegieren mal den Kauf auf jeden Fall. Vereinsverhandlungen beginnen. Wir starten mal bei 13,5. Ich würde sagen, ja, mal als Maximales so 15. Ich denke mal, das sollte hinhauen. Ja, wir müssen hier mal eben kurz ein Spiel skippen gegen Inter Mailand. Wir machen das mal eben mit der Schnellsimulation. Und wir gewinnen sogar 2-1. Jawohl! Das ist eine Seltenheit bei dem Verein, aber gerade so noch 82. Minute sehen wir hier. Theo Hernandez zum Glück noch zugeschlagen. Komm, scheiß drauf, ich versuche jetzt Cavani zu holen. Ich habe keinen Bock jetzt hier die ganze Zeit irgendwie. Da hat die Zeit unnötig verdampft. Wir haben Edison Cavani verpflichtet. Hat er jetzt seine 84, wird wahrscheinlich auch nochmal schlechter. Aber wie ich schon einmal erwähnt habe, wir bauen hier keine Mannschaft für die Zukunft, sondern wir bauen hier eine Mannschaft für eine Saison. Würde ich jetzt nochmal ein bisschen Geld für ein ZOM haben, wäre eigentlich nicht verkehrt. Ja komm, als Ersatz können wir auch noch Lukas Podolski holen. Jetzt haben die das abgelehnt für Matuidi. Die Zeit tickt, das ist unglaublich. Wir haben so ein Pech mit Transfers. Haben wir denn wenigstens hier irgendwie hier Wunschliste. Bender, er ist auch noch nicht gescoutet, danke. Oh Mann, das wird alles wieder eine ganz, ganz enge Nummer hier. Wir müssen mal wieder ein Spiel skippen. Wir machen das mal ganz fix hier gegen Neapel. Wir verlieren, es wundert mich nicht. Schade. Podolski ist aber jetzt ein Spieler vom AC Mailand. Oh, scheiße. Hat einen Wert von 2,3 Millionen. Warum will ich den kaufen? Ich will Inter Mailand schwächen. Das könnte tatsächlich funktionieren. Oh mein Gott, das wäre so geil. Ja, ja, Schlüsselspieler, mir ist scheißegal, wer im Tor steht. Zwischen Donnarumma und Handanovic, dann bin ich ganz ehrlich. Wir haben einen weiteren Spieler verpflichtet zu Cavani und Podolski, und zwar Samir Handanovic. Nicht, weil wir ihn unbedingt brauchen. Ich wollte einfach nur unbedingt Inter Mailand schwächen. Das habe ich jetzt getan. Der hat eine Gesamtstärke von 88. Das ist so geil. Damit haben wir die perfekte Nummer 1, Nummer 2, was auch immer. So geil einfach nur. Und wir sind halt nur noch knapp vor Inter Mailand und die haben halt jetzt ein riesiges Torwartproblem. Sehr geil. Ey, das ist so cool einfach nur. Also ich glaube, das könnte sehr, sehr geil sein. Ich stelle jetzt natürlich nochmal ein bisschen um. Cavani kommt auch rein für Ibrahimovic, weil Ibrahimovic hat aktuell nur eine plus 4, Dzeko plus 5. Von daher machen wir das erstmal so rum. Wir müssen immer noch weiterkommen in der Simulation. Jetzt haben wir ein ganz, ganz wichtiges Spiel vor der Brust. Pokal gegen Benevento. Wir gewinnen zum Glück. Was heißt, wir bleiben drin in der Coppa Italia. Das kann doch nicht sein! Indiskutabel! Ey, es ist unglaublich, es läuft alles schief. Wir müssen jetzt wenigstens versuchen, Damien Suarez zu kriegen, damit ich wenigstens irgendeinen Transfer hier mal hinkriege. Das ist ja ein Desaster hier. Nein, Mann, etwas. 5 Sekunden auf der Uhr. Wir haben wenigstens einen Transfer hingekriegt. Es ist eine ganz, ganz belastende Episode heute. Dries Mertens tatsächlich, der ist richtig gut. Dzeko hat 9 Tore, ist auch in Ordnung. Ramos 10 Tore. Und Ibrahimovic 5. Ja, deswegen steht ab jetzt auch Cavani vorne im Sturm. Also wir haben uns auf jeden Fall nochmal punktuell verbessert. Podolski ist auch ein ganz guter Backup, würde ich mal behaupten. Kann man auf jeden Fall machen. Und natürlich Handanovic einfach Inter Mailand den Keeper weggekauft. Geil. Es so. Läuft nicht gut. Es läuft gar nicht gut. Wie viel hast du verpflichtet? 1, 2, 3. Achso, ich habe 1. Was zur Hölle? Ah. Mhm. Ich habe gerade in den letzten 15 Sekunden den noch klar gemacht. Davor habe ich es anscheinend beim Gehalt verkackt und er ist weggerannt. Ja, du komm, du bist der Gast. Wir beide haben jetzt einen Snipe, weil du hast ja nur einen verpflichtet. Von daher würde ich sagen, du fängst an. Boah, gut, ich habe gar keine Ahnung, was du gemacht haben könntest mit deinem Geld. Vielleicht hast du dir im Mittelfeld noch irgendwas geholt. Ich sag einfach mal Matuidi. Nö. Schade. Ich habe mir nämlich gedacht, eventuell hast du dasselbe Problem wie ich, und zwar, dass die Stürmer immer schlechter werden. Mhm. Und hab einfach mal Cavani aufgeschrieben. Nö. Schade, wen hast du geholt? Ja, ich wollte mir eigentlich für Mittelfeld und Rechtsverteidigung was holen. Mittelfeld wollte ich Matuidi holen, hab zweimal mehr oder weniger verkackt mit ihm. Und auf der Rechtsverteidigerposition ist es Damian Suarez geworden. Okay, auf den wäre ich never gekommen, also ganz ehrlich, das niemals. Das dachte ich mir. Na gut, ich habe mir ja 3 Spieler verpflichtet, fangen wir mit dem Schlechtesten an. Ich brauchte ein ZOM-Backup. Und dann gibt es diesen einen Spieler, der aktuell in der Türkei spielt. Lukas Podolski habe ich hier geholt. Also, keiner Transfer. Dann habe ich ja auch so das Problem gehabt, dass ja Ibrahimovic und Dzeko sich immer weiter verschlechtern, beide noch eine 81 hatten. Da habe ich mir gedacht, komm, holst hier Edinson Cavani von Menu.
Ach so. Hat eine 84, wird sich natürlich auch verschlechtern, aber ganz ehrlich, ich plane nur für eine Saison. Und weil Inter Mailand ja aktuell der zweite hinter mir ist und die dann auch noch in der Simulation gegen mich gewonnen haben, habe ich mir gedacht, ich kaufe für 2,7 Millionen deren Torwart Handanovic. Der wie viel Millionen? 2,7 und der hat immer noch eine Gesamtstärke von 88. War der im Sonderschlussverkauf? Also weiß ich nicht, gegen mich hat er noch gespielt, aber ich habe mir gedacht, warum nicht? Warum ist denn der so günstig? Ich weiß es nicht. Ich habe auch so, ich hatte noch so 5 Millionen, dachte mir, boah, ich guck mal, ob das klappt. Weil normalerweise hat der einen Wert von 10 Millionen, wenn du den im Sommertransfer holst. Ich habe mir gedacht, komm, guck's mal. Und da so sehe ich, Wert 2,4 Millionen. Ich so, pff, alles klar, easy. Einfach geholt. Du kannst bei Schalke anheuern, um die Transfers zu machen. Und ich bin hier gefühlt Schalke. Sollen wir dann mal wieder den 1. Juni anpeilen? Ja, wir peilen den 1. Juni an. Alles klar. Ich rieche meine Chance, ne? Ich rieche sie, ganz ehrlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Ende der Saison wieder. Ey, bitte, ey. Los geht's. Oh Mann. Wir sind am 1. Juni angekommen, die Saison ist vorbei. Und jetzt gucken wir natürlich erstmal auf die Tabelle. Und ich bin da extremst gespannt drauf. Komm, Alter, tun was. Ja. Punkte werden gleich zusammengezählt. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin auf 2. Ich habe 96 Punkte und bin fucking Erster. 96! Alter. Inter Mailand ist Zweiter. Handanovic wegzukaufen war somit die geilste Idee, die ich haben konnte. Ohne Witz. Toll. Oh, wie geil. Aber ich habe es noch gut gerettet. Dafür, dass ich auf 5 war mit so einem Grotten... Also der Kader war nicht schlecht, aber dass so wenig funktioniert hat bei mir, bin ich ganz zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir schon gedacht, ich habe mir ganz ehrlich gedacht, ja, die Rückrunde kann nur schlechter werden, weil ich habe ja eigentlich nur Spieler, die schlechter werden statt besser, weißt du? Mhm, ja. So, wie zum Beispiel Ramos 2 Punkte schlechter, Fernandinho um 3 Punkte schlechter. Meine Stürmer, Alter, Ibrahimovic und Čeko nur noch eine 79. Ja, Ibrahimovic hat bei mir noch eine 81. Alter, krass. Punkte rechnen wir gleich zusammen. Wir gucken jetzt erstmal, wer wie wo gelandet ist und dann rechnen wir die Punkte am Ende zusammen. Ich habe gerade gesehen, dass Ibrahimovic 21 Hütten gemacht hat die Saison. Bei mir hat er voll verkackt zur Rückrunde. In der Hinrunde hat der 5 Treffer bei mir erzielt. 5. Ich gucke jetzt mal eben nach. Wow. Habe ich mir gedacht, Alter, safe brauche ich einen neuen Stürmer. Mein bester Spieler war bis dahin Dries Mertens. Achso. Ist ja auch immer noch von den Toren her. 22, Čeko 14, Theo Hernandez 12, Ramos 11. Was zur Hölle? Bei mir hat Ibra gecarried. Cavani war stark, der hat 11 Tore dann noch gemacht in der Rückrunde. Rebic auch 11 Tore. Ja, Ibrahimovic hat in der Rückrunde nicht ein Tor erzielt. Podolski dafür 3. Ah, bester Mann. So. Egal, so. Gehen wir doch mal zum... warte, ich guck mal eben kurz in die Europa League, weil die ja eh komplett uninteressant ist für dich. Ja, ich schau mal rein, was bei mir Villarreal gegen Dortmund im Finale. Wo bin ich denn rausgeflogen? Digga, das Finale in der Euroleague war bei mir Inter Mailand gegen den FC Fulham. Nice. Ja, ich bin gegen Ajax rausgeflogen, auch lächerlich. Da bin ich irgendwann rausgeflogen, hab's nicht mehr mitbekommen. Atalanta Bergamo hat gegen Inter Mailand gewonnen. Wo bin ich rausgeflogen? Gegen Inter Mailand. Das war kein Ligaspiel, das war ein... Oh nein! Nach dem Spiel habe ich nämlich nach Handanovic gekauft. Scheiße! Oh, ich dachte, das wäre ein Ligaspiel gewesen, deswegen war ich dann auch noch vor denen. Ah, fuck! Ja, ich bin bis ins Halbfinale gekommen, da rausgeflogen. Ja, shit, Alter, Viertelfinale, so eine Rotze. Gegen wen bist du rausgeflogen? Gegen Piemonte. Okay, dann rechnen wir bis jetzt die Punkte zusammen und gucken dann gleich alle gemeinsam zu den Trainer des Monats bzw. Trainer des Jahres. Ey, ohne Witz, wenn ich jetzt nicht irgendwas bekommen habe, obwohl ich mit AC Mailand Meister geworden bin, dann reiß ich die Hütte ab. Ohne Witz, das ist doch ein Witz. Ey, so eine Scheiße, ganz ehrlich. So Leute, ihr seht es wahrscheinlich irgendwo eingeblendet. Wir haben zusammengerechnet und wir haben beide exakt 20 Punkte. Ich habe den einen Punkt mehr in der Liga, weil ich ja Erster geworden bin. Dafür ist er eine Runde im Pokal weitergekommen und hat deswegen halt da 2 Punkte. Europa League wird, wie gesagt, komplett ignoriert. Und jetzt entscheidet tatsächlich der Scheiß-Trainer des Monats bzw. Trainer des Jahrespreis. Und dann gehen wir jetzt auch hin. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Könnte... gar nichts. Oh, jawohl! Ich hab diesen einen verfickten Trainer des Monats. Nein! Ja, damit hab ich wieder 21 Punkte gewonnen. Auf wie los ist das denn? Ich werd mit AC Mailand Meister und werd in Italien nicht mal Trainer des Jahres, weißt du? Oh, so schlaue Transfers. So, oh ja, Handanovic ist gut. Inter Mailand ist stark. Kaufmann, Keeper weg. Und dann nur ein Trainer des Monats. Weißt du, hätte ich mindestens 3 oder so bekommen. Das ist doch absolut lächerlich. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Aber ich bin froh, dass ich trotz der ganzen Widrigkeiten, die ich in der Transferphase hatte, die wirst du ja im Schnitt dann schön sehen, was bei mir alles drunter und drüber ging. Ich hab's ganz gut, habe ich uns da über Wasser gehalten, würde ich behaupten. Ja, wahrscheinlich, ey. Aber wieder, ne, von den Namen her, hört sie sich meine Mannschaft ja schon besser an als deine.
Aber trotzdem war es knapp. Egal, diesmal, ja, ich habe gewonnen. Oh nein, fühlt sich gut an. Ich will jetzt aber sagen, ihr schaut jetzt auch mal beim LookTube vorbei. Lasst, wie gesagt, auf jeden Fall Like da und natürlich hier auch. Lasst natürlich einen kostenlosen Abo auf beiden Seiten da. Und wie immer die Glocke aktivieren, die nicht vergessen. Checkt die anderen Links aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall nochmal einen Showdown zwischen uns geben wird. Da ist noch einiges offen bei uns. Das würde ich aber auf jeden Fall auch mal sagen. Und dann wünsche ich euch natürlich allen noch ein schönes Weihnachtsfest. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr euer Weihnachten verbringen wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, haut ihr unten rein. Und dann würde ich eiskalt behaupten, wir lassen euch jetzt mal endlich in Ruhe. Auch von mir nochmal natürlich frohe Weihnachten an euch alle. Genau damit. Ciao. Haut rein. Ciao.